Und schon wieder zurück bei Tyranny. Und wir sind in Letians Kreuzung unterwegs. Unter anderem deswegen, weil wir mit den Eisengebundenen reden möchten, denn wir sollten Werkzeuge zurückerlangen, die offensichtlich verloren gegangen sind, als unser Eisengebundener aus der Bastardstadt. Nee, nicht der Bastardstadt, sondern hier, ihr wisst, wo ich meine. Die unterirdische Stadt unter den Altmauern, als er sich von hier zurückgezogen hat, hat er seine Werkzeuge zurückgelassen. Die sind noch bei den Eisengebundenen. Eventuell können wir sie zurückbesorgen, wenn wir das schaffen. Dann haben wir ein Stein im Brett bei dem guten Mann und können eventuell tiefer in die Altmauern vordringen. Ich glaube, das war hier unten. Das war der Händler, genau. Hier war's. Huch. Ah, okay. Meisterin, der Schicksalsbinder ist hier. Zdenja wendet sich um und geht auf dich zu. Ihr drahtiger Körper bewegt sich fließend. Sie bleibt vor dir stehen. Ihr Stand ist fest und sicher, aber du siehst, dass sie nur leicht auf den Fußballen steht, jederzeit zu schnellen Bewegungen bereit. Sie nimmt ihre Augen keine Sekunde von dir, doch du weißt, dass sie sich ihrer Umgebung dennoch ganz genau bewusst ist. Schicksalsbinder, mögen die Feuer deiner Essen niemals abkühlen. Sie salutiert. Ich hatte gehofft, dass unsere Wege sich kreuzen. Ich habe vernommen, dass du an der Beendigung des Edikts der Stürme bei der Wachplatzfestung beteiligt warst. Sie nickt dir anerkennend zu. Das ist eine große Tat. Ich würde gerne hören, wie dir das gelungen ist, aber du hast gewiss wichtigere Dinge zu besprechen. In meinen Jahren als Anführerin der Eisengebundenen habe ich nie gehört, dass ein Schicksalsbinder etwas so Bedeutsames getan hat. Es ist eine Ehre, jemandem zu begegnen, der solche Taten vollbracht hat. Was kann diese Dienerin der Flammen für dich tun? Warum bist du nach Letians Kreuzung gekommen? Was für eine seltsame Frage, Schicksalsbinder. Als du in meiner Esse erschienen bist, dachte ich, du wärest geschickt worden, um meinen Fortschritt zu überprüfen. Da meine Mission von Tunon persönlich kam, solltest du sie nicht bereits kennen? Ich habe den Auftrag, ein Artefakt zu schaffen, das die Eisengebundenen vor den Geistern beschützt. Wir wurden zu oft behindert und wir haben zu viele Männer verloren. Daher wurde entschieden, dass etwas getan werden muss. Ich habe den Geisterbannhelm geschaffen, um die Geister in Bann zu halten, wie der Name sagt. Sobald der Helm platziert ist, wird seine Magie die Geister in den Altmauern gefangen halten. Warum hast du einen Helm geschaffen? Die Eisengebundenen fertigen Waffen und Rüstungen, Schicksalsbinder, nicht Statuen und Tanz. Ich fertige das, was ich beherrsche. Zudem ist der Helm tragbar und kann mühelos an einen anderen Ort gebracht oder im Kampf eingesetzt werden, sollte das in Zukunft nötig sein. Vorerst aber wird er hier bleiben und die Eisengebundenen beschützen. Wir müssen unsere Arbeit verrichten und das geht nicht, wenn wir laufend von außen angegriffen werden. Warum bleiben die Eisengebundenen denn hier, wenn die Geister eine solch große Gefahr sind? Diese Esse liegt im Schatten der Altmauern, in einem Gebiet, das reich an Eisen ist. Wir haben einen üppigen Vorrat an Rohstoffen und den Einfluss uralter Magie. Es ist ein annehmbares Risiko, und wenn der Helm erst platziert ist, werden die Geister kein Problem mehr sein. Warum wurdest du gebeten, diesen Gegenstand anzufertigen? Hätte das nicht jeder Eisengebundene hier tun können? Alle Eisengebundenen sind Meister ihres Handwerks, aber jeder hat auch seine ganz besonderen Talente. Der Geisterbann erforderte jemanden, der seine Fähigkeiten über lange Zeit hinweg geschult hat, so wie ich. Tunon wollte ein Meisterwerk, also beauftragte er die Meisterin. Wie bist du denn zur eisengebundenen Meisterin geworden? Ich wurde in jungen Jahren zur Kriegerin ausgebildet, aber ich empfand nie eine Verbindung zu diesem Leben. Nur als ich in der Wartung meiner Ausrüstung unterrichtet wurde. Das Feuer sprach zu mir. Es sang, wenn ich es schürte, und es flüsterte mir zu, wohin ich meinen Hammer schwingen musste, um die richtige Form zu erreichen. Ich wusste vom ersten Augenblick an, dass das mein Leben sein würde. Ich bin bei den Eisengebundenen in die Lehre gegangen und habe mich allein auf mein Handwerk konzentriert. Bald waren meine Fähigkeiten denen aller anderen weit überlegen. Ich bin Risiken mit Magie eingegangen, die sonst keiner anzurühren wagte. Und ich habe einige der mächtigsten Artefakte geschaffen, welche die Eisengebundenen je hervorgebracht haben.
Kairos erkannte meine Fähigkeiten und verlieh mir den Titel der Schmiedemeisterin. Deswegen hat Bat Thunon mich persönlich, ein Artefakt zum Schutz von Letians Kreuzung zu schaffen. Nun gut. Wir haben dieselben Ziele. Ich wurde geschickt, um sicherzugehen, dass die Eisengebundenen weiterhin Waffen für die Geschmähten anfertigen können. Dann hast du Glück. Wenn der Helm erst einmal platziert ist, werden die Unterbrechungen durch die Geister Geschichte sein. Dann können die Eisengebundenen wieder ungestört arbeiten. Nun, man hat mich geschickt, um nachzusehen, ob bei den Eisengebundenen alles in Ordnung ist. Hier scheint alles seinen Gang zu gehen. Ich werde mich verabschieden. Wie du wünschst, Schicksalsbinder. Ich war gerade auf dem Weg, den Helm zu platzieren. Wenn du nichts dagegen hast, möchte ich dich bitten, uns zu begleiten. Die Siedler haben auf der dritten Ebene einen Platz dafür geschaffen. Wir treffen uns dort. Alles klar. Das war zumindest die eine Aufgabe hier, aber wir haben noch eine Aufgabe, nämlich die Werkzeuge zu besorgen. Der sonnenverbrannte Mann neigt seinen Kopf zum Gruß. Ein Fremder kommt nie allein. Zumindest hat meine Mutter das immer gesagt. Offenbar wusste sie, wovon sie spricht. Er nickt nachdenklich. Ich bin Eldian. Willkommen in Letians Kreuzung. Du bist wohl der, über den jeder spricht. Thunons Schicksalsbinder, richtig? Eldian mustert dich und zuckt mit den Schultern. Als ich die Geschichten über dein Werk in Vendriens Brunnen gehört habe, dachte ich, na, du müsstest 3 Meter groß sein und Feuer speien können. Aber man kann vom Teig einer Pastete nicht immer auf ihre Füllung schließen, was? Ich finde es nicht sonderlich gut, dass du zur Begrüßung deine Waffen sprechen lässt, aber es ist nicht das erste Mal, dass Blut wegen Letians Kreuzung vergossen wurde, und es wird gewiss nicht das letzte Mal sein. Und ich will nicht so tun, als würde ich die Bruderschaft vermissen. Aber genug von meinem Gerede. Du bist nicht gekommen, um dir eine Geschichtslektion anzuhören oder meine Meinung zu deiner Erhabenheit. Er wischt seine vorherigen Bemerkungen mit einer Handbewegung beiseite. Ich nehme an, der Richter hat dich wegen der Archonten der Lieder geschickt. Was kann dieser alte Narr für dich tun? Was war das gerade über die Archontin der Lieder? Serin? Der Singvogel? Scheint so, als wäre ihr der halbe Ort in dem Schuppen beim Fluss völlig verfallen. Das ist auf der ersten Ebene, solltest du sie finden wollen. Er legt die Stirn in Falten. Du kannst sie gerne mitnehmen, wenn du gehst. Er neigt den Kopf leicht und legt seinen mürrischen Gesichtsausdruck ab. Aber da du nicht wegen ihr hier zu sein scheinst, was kann ich für dich tun? Darf ich dir ein paar Fragen zu Letians Kreuzung stellen? Wenn du Fragen zu unserer Siedlung hast, bist du bei mir richtig. Ich habe die zweifelhafte Ehre, der älteste lebende Bewohner von Letians Kreuzung zu sein. Ich habe den Großteil der Geschichte der Siedlung miterlebt. Eldian lächelt. Augen, Hüften, Haare und Gehör versagen zwar langsam, aber mein Verstand erinnert sich noch an alles, was hier geschehen ist. Was möchtest du denn wissen? Ich werde mich bemühen, mich nicht zu lange zu schwadronieren. Ich weiß, dass ich oft zu viel rede. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe das Gefühl, dieses Gespräch hätte passieren sollen, als wir das erste Mal hier hingekommen sind. Weil das ist ja schon eine ganze Weile her. Ich möchte etwas über die Geschichte der Kreuzung erfahren. Oh, das könnte jetzt wieder ein sehr langes Gespräch werden. Wer war Letian? Die größte Nervensäge, die ich je erlebt habe? Er wird tiefrot und lacht dann laut los. Nun, ich sollte nicht so über meine Mutter sprechen. Sie war eine mittelprächtige Händlerin, aber eine großartige Anführerin. Der Krieg in den nördlichen Königreichen hat sie eine sehr lukrative Route in den Norden gekostet, aber sie konnte sich von Kairos Handelsrechte beschaffen und hielt hier in den Stufen für kurze Zeit ein Monopol auf Getreide, Salz und Zinn. Was hat meine Großmutter immer gesagt? Gib einem blinden Mann Zeit und einen Berg Steine und irgendwann trifft er sein Ziel. Er zuckt mit den Schultern. Ich will nicht sagen, dass sie es nicht verdient hätte, aber ich glaube, das Glück hat bei ihrem Erfolg eine größere Rolle gespielt als echtes Talent. Aber Kairos gibt und Kairos nimmt. Im Jahr darauf wurden Letian ihre Handelsrechte entzogen. Plötzlich hatte sie viele Mitarbeiter, aber keine Waren zum Handeln und keine Möglichkeit mehr, irgendjemanden zu bezahlen. Aber sie war stur und wusste, wenn sie einfach weitermacht, würde sich das Blatt irgendwann wenden. Sie dachte, die Handelswaren würden schon von alleine kommen. Der Standort sei gut genug. Verrückt, dass es tatsächlich so kam. Also beschloss sie, eine bereits existierende örtliche Siedlung zum Handelszentrum der Stufen zu machen. Und bei den Klauen einer Bestie, das hat sie getan. Ich dachte, sie sei verrückt, sich dafür ein Dorf auszusuchen, das an die Altmauern geschmiegt ist. Aber anscheinend wusste sie, was sie tat. Nicht lange danach wurde die Siedlung
in Letians Kreuzung umbenannt. Dank der Brücken über die Altmauern war die Route durch unser Dorf die einzige Möglichkeit, eine Reise um mehrere Wochen zu verkürzen. Sie warb letztlich die bronzene Bruderschaft an, um uns hier zu beschützen. Wir waren groß genug und machten genügend Geschäfte, um das zu rechtfertigen. Brücken über die Altmauern. Warum niedergelassen? Kairos für die Kreuzung. Das sind sehr, sehr viele Hintergrundinformationen, die wir hier abgreifen könnten. Ich würde aber gerade gerne, ich meine, ich finde das furchtbar interessant. Aber auch was er von der bronzenen Bruderschaft hält oder von den Geschmähten, Zusammenleben mit dem scharlachroten Chor. Ich finde das unfassbar interessant, aber natürlich, ich muss zum Turm, um sicher zu gehen, dass alles bereit ist. Wir treffen uns dort, wenn es denn ja bereit ist, das Artefakt zu platzieren. Vielleicht können wir ja nochmal wiederkommen, wenn er... Beziehungsweise wir werden ihn ja sowieso nochmal wiedersehen. Ich bin ehrlich, ich würde gerade gerne ein Stück weit in der Geschichte vorankommen, ein bisschen was erleben von dem, was jetzt hier passiert. Die ganzen Hintergrundinformationen sind sehr spannend, ohne Zweifel. Beobachte, wie jetzt Denja den Geisterbannhelm platziert. Aber ja, es passiert bei so vielen Hintergrundinformationen und bei so vielen Gesprächen, ganz oft leider, dass man sich komplett rausreißen lässt aus... Nein, was mache ich? Ich wollte doch noch hier reden. Das zum Beispiel, ne? Dass man sich komplett rausreißen lässt aus dem, was man eigentlich gerade tun wollte, wo man gerade hinterher ist. Jetzt habe ich zum Beispiel vergessen, hier nach den Werkzeugen zu fragen, weil ich jetzt schon wieder komplett auf was anderes fokussiert gewesen bin. Also nochmal rein. So, wer hatte denn die Werkzeuge? Ulantis Lohara. Du bist zurück. Lohara wendet sich zu dir um. Ihr Körper ist von Kopf bis Fuß in Ruß und Aschetöne getaucht. Ihr Brustkorb hebt und senkt sich durch ihr angestrengtes Atmen. Die Nachfrage nach Eisen ist immer größer als die Zahl der Stunden des Tages. Sie zieht ein paar schwere Leinenhandschuhe aus und ballt ihre Fäuste. Ihre Fingerknöchel knacken laut. Wie kann ich helfen? Nun, ich suche für Jaspos nach einigen Werkzeugen für die Steinbearbeitung. Jaspos? Niemand von uns hat seit einiger Zeit von ihm gehört. Er hat gewiss einen bedeutenden Teil zum Bau der Esse hier geleistet, aber nachdem das Fundament fertig ist, gibt es für einen Steinhauer kaum noch etwas zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man ihm befohlen hat, nach Hause zurückzukehren. Sie schnappt sich einen Eisenbarren und hebt ihn hoch. Das hier allerdings ist die Vorhut meiner Arbeit. Meine Aufgabe endet erst dann, wenn es für mein Eisen keine Feinde mehr zu töten gibt. Wo also ist Jaspos gelandet? Wir sollten das nicht verraten, wo er sich befindet, oder? Er erholt sich in einem Dorf südlich der Tore des Urteils von einer Beinverletzung. Sie schüttelt den Kopf und gluckst vor sich hin. Wie ist es passiert? Ein Sturz? Ein Wolfsangriff? Spielt eigentlich keine Rolle. Ist wahrscheinlich geschehen, als er irgendwo sein eigenes Spiegelbild gesehen hat und kurz abgelenkt war. Dieser Mann war immer der sauberste Arbeiter in der Esse und das meine ich nicht als Kompliment. Außerdem wäre er nicht der Erste, dessen Heimreise durch ein Ungemach verzögert wird. Ich wünsche ihm rasche Genesung. Es ist trotzdem gut zu wissen, dass er noch am Leben ist. Was wusstest du denn über Jaspos? Bedauerlicherweise nur das Oberflächliche. Er arbeitete mit Steinen. Ich begeistere mich mehr für Metall. Demzufolge verglichen wir unsere Aufzeichnungen kaum. Ich wusste, dass er arrogant war. Viel zu selbstbewusst für sein Alter und Talent. Ich will nicht sagen, dass er unfähig war, aber ein paar Jahre Feuersteine behauen macht er dann noch nicht zu Kairos Geschenk an die Eisengebundenen. Gibt es denn hier noch irgendwelche Mitarbeiter von Jaspos? Nachdem dieser Ort gebaut worden war, schickte man die meisten Steinhauer nach Hause. Ich weiß, dass Cassandra, die Meisterin der Steine, seine Vorgesetzte gewesen ist. Auch sie wurde nach Hause geschickt. Sie ist nicht mehr die Jüngste und kaum robust genug für einen so langen Marsch. Deshalb hat sie vermutlich entschieden, mit einem Schiff nach Hause zu fahren. Haben die Steinhauer denn irgendwelche ihrer Werkzeuge zurückgelassen? Wenn ja, wo könnte ich die denn finden? Ich habe keine Ahnung, welches Inventar die Steinmetze damals unterhielten. Alle von ihnen sind vor einiger Zeit aufgebrochen. Ein paar wollten den Weg zurück in den Norden mit dem Schiff zurücklegen, wozu sie zuerst zur Südküste reisen mussten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mittlerweile auch nicht mehr da sind. Aber wenn du diese Werkzeuge benötigst, nun ja... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf der Galeere genügend Platz für all ihre Vorschlaghämmer gab. An deiner Stelle würde ich mich mal nach Cassandra erkundigen. Du könntest auch nach einem oder mehreren Einheimischen suchen, die man zum Tragen oder zur Pflege ihrer Sachen angeworben hat.
da sie mittlerweile bestimmt auf einem Schiff nach Hause ist. Vielleicht haben sie einige überzählige Teile geschenkt bekommen, die Cassandra nicht mit an Bord nehmen konnte. Abgesehen davon könnte ich rein theoretisch von jemandem ein paar Meißel und Hämmer gießen lassen. Wenn du aber nach Werkzeugen suchst, die Steinexperten für sich selbst angefertigt haben, dann hast du wohl in Südhafen die größeren Chancen. Falls du nicht den ganzen Weg bis nach Voraufklärung gehen willst. Nun gut, vielen Dank dafür. Dann wissen wir, wo wir hin müssen, wo wir reisen in das Dorf in Südhafen. Wo wir eventuell, ja, Werkzeug finden für ihn. Ich nehme an, er wird sich auch nur mit seinem eigenen Werkzeug zufrieden geben. Also das gute Werkzeug, das sie für sich selbst hergestellt haben und nicht ein paar gegossene Meißel oder sowas. So, einmal kurz speichern. Aber wir sind ja in Letians Kreuzung noch nicht fertig. Wahrheit und Aussöhnung. Durchsuche die Altmauern und erweitern. Du hast die Chronik gefunden, welche Bauer. Und berechnen. Ah, hier, Bastardwunde. Da, okay. Alles klar. Reise in das Dorf in Südhafen. Graven Ash hatte ich zum Schutz der Eisen. Beobachte, wie Zelenia, das ist der Geisterbann. Dann haben wir aber noch eine Sache. Karamelita. Wedelstab hat eine Kontaktperson, die eventuell wissen könnte, wo sich Phoebe seit der Zerstörung der Vellum-Zitadelle des Edikt des Feuers aufhält. Okay. Was, wie hieß sie? Carmelita. Carmelita? Es ist jetzt natürlich die Frage, wo steht Carmelita herum? Da! Hier steht Carmelita herum. Gut, dass es auf der Karte angezeigt wird. Das ist ja schön. Und da ist Harjant Bronze. Eine schlanke Frau sucht etwas im Obst und Gemüse eines Tragesacks. Dabei scheint sie mit ihren Händen nach einer besonderen Frucht zu suchen. Mit ihren Augen aber beobachtet sie die anderen Marktbesucher auf dem weiter unten liegenden Marktplatz genau. Ein Mann geht an ihr vorbei und lässt dabei unabsichtlich einen Beutel fallen. Sie bückt sich, um ihn aufzuheben und gibt ihm den Mann zurück. Vorsicht, du hast das hier fast verloren. Er errötet lächelnd, nimmt den Beutel und geht sofort weg, wobei er ihn fest an sich drückt. Während der Mann weggeht, bemerkt die Frau dein Herannahen. Sei gegrüßt. Wie kann ich dir zu Diensten sein? Sehr clever. Ich hätte fast nicht gesehen, wie du diese Ringe in den Beutel gesteckt hast. Fast. Mir war nicht klar, dass ich ein Publikum hatte. Muss ein Zeichen dafür sein, dass ich nach all diesen Jahren doch langsamer werde. Keine Sorge, war nichts Illegales. Ich wollte nur eine Schuld unbemerkt zurückzahlen. Bestimmt kann jemand wie du das Bedürfnis nach Diskretion verstehen. Nun, ich habe kein Interesse daran, dir Schwierigkeiten zu machen, aber du musst mir einige Fragen beantworten. Oh, der hier? Ihre Hände verschwinden kurz in den Falten ihres Rockes und erscheinen mit dem fraglichen Beutel wieder. Pergamentstücke. Ich wollte den Beutel zum Gericht bringen, nachdem ich ihn mir von einem reisenden Weisen besorgt habe. Könnte magischer Natur sein oder von Kairos geächtetes Wissen beinhalten. Bitte nimm ihn, ich tue meine Schuldigkeit nur zu gerne. Sie geht etwas zurück und beobachtet dich, während sie weiter einen angenehm aufmerksamen Eindruck erweckt. Gibt es sonst noch etwas, was ich für dich tun kann? Carmelita nehme ich an. Du musst die Händlerin sein, die mein Freund erwähnte. Ja, das bin ich. Aber während ich hier im Dorf bin, reicht Xanta. In meiner Branche kommt Diskretion an erster Stelle, obwohl es so scheint, als ob jemand anderes Probleme damit hätte, sonst wärst du schließlich nicht hier. Nun, Wedelstab hat mich geschickt, dich aufzusuchen. Ach wirklich? Er braucht wohl eine Erinnerung an unseren Geheimhaltungskodex. Darf ich fragen, wie und wo du auf Wedelstab getroffen bist? Du resonierst über Verschwiegenheit und fragst dann, wo er ist? Also bitte. Man kann es ja mal versuchen. Ich muss Phoebe finden. Naja, die Tatsache, dass ich sie kenne, die bekommst du für umsonst. Aktuelle Informationen kosten zusätzlich und so ist es auch in Bezug auf Informationen über Freunde. Diese Art von Fragen zu beantworten ist mir eher unangenehm. Oh. 10.000 Ringe? Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Ringe ich tatsächlich habe. 800 Ringe anbieten. Ich will aber meine Ringe behalten, ich habe nicht so viel Geld. Ich habe auch kein Interesse daran, jetzt hier ewig rumzumachen. Ich versichere dir, es wird für dich noch unangenehmer, wenn du die Frage nicht beantwortest.
Solche Worte braucht es nicht. Ich will keine Schwierigkeiten. Lass uns das höflich über die Bühne bringen. Phoebe schickt mir ab und zu mal ein Sendschreiben. Als ich das letzte Mal von ihr hörte, war sie auf dem Rückweg zur brennenden Bibliothek. Sie hat sich den gefährlichen Gedanken in den Kopf gesetzt, dass sie Schriften aus ihrem alten Domizil bergen könnte. Ich glaube aber, dass sie die eigentliche Bibliothek meidet, da sie das Epizentrum der Zerstörungen darstellt. Sie erwähnte einen Ort namens Phlogiston. Ich glaube, damit meint sie das Dorf, das man vor dem Krieg Plapperquell nannte. Draußen in den umkämpften Landen. Und mehr weiß ich nicht darüber, wo man sie finden könnte. Vielleicht hat sie aber auch mit der Bibliothek selbst ihr Glück versucht. Na gut. Was bietest du denn feil? Ich war auf Schriftstücke spezialisiert, aber da es die Schulen nicht mehr gibt, kommen auch die meisten meiner Kunden nicht mehr. Heutzutage verkaufe ich vor allem Weinschläuche, Schuhe und Lampenöl. Nichts Glamouröses, aber was sollen die Leute in Zeiten wie diesen auch sonst brauchen? Gut, dann haben wir alle Informationen, die wir brauchten. Zumindest was die Stadt betrifft. Jetzt haben wir noch die eine Sache, nämlich hier dabei zuschauen, wie... Ach ne, hier oben. Nicht hier rein, sondern hier hin. Hier muss ich hin. Da wird nämlich der Helm platziert. Von Zdenya. Es ist vollbracht. Gut, gut. Nun haben die Leute Letians Kreuzung eine Sorge weniger. Schicksalsbinder, gehst du hinein und siehst nach, welche Wirkung der Helm auf die Geister hat? Nun... Kairos Gesetz besagt, dass niemand die Altmauern betreten darf, aber wenn niemand hineingeht, erfahren wir nie, ob der Helm funktioniert. Ich tue euch also den Gefallen. Danke, Schicksalsbinder. Deine Hilfe ist unverzichtbar. Ich muss nur wissen, dass meine Bürger in Sicherheit sind. Er hält dir einen kleinen Stein hin, in den Glyphen eingeritzt sind. Nimm das. Es ist der Schlüsselstein, den du brauchst, um die Altmauern zu betreten. Der Eingang liegt direkt unter uns und viel Glück. Aber habe ich die Altmauer nicht schon betreten bei... Ist das der Schlüsselstein, der mir vielleicht fehlte bei dem anderen Turm? Irgendwie kommt mir das gerade ganz seltsam vor. Ich habe den Turm jedoch schon erobert. Was? Ja, das gigantische Tor. Hier ist der Stein. Wir waren da doch schon drin. Nein! Barik ist oben stehen geblieben. Toll. Super, Barik. Super. Gut gemacht. Ich bin ein bisschen verwirrt. Dieser Turm ist bereits unser. Na ja, gut. Vielleicht hat sich noch irgendwas getan. On it. Ach, guck mal. Das kennen wir noch nicht. Wer hatte da nochmal die Idee, hierher zu kommen? Die Altmauern bringen einen nur Verderben. Vorsicht, die Geister sind entkommen! Das hat irgendwie nicht so viel gebracht. Was auch immer mit dem Helm da ist, aber er hat nicht funktioniert. Ja, guck, hier bin ich gewesen. Die Tür konnten wir aber nicht öffnen. Ich erinnere mich, hier die Tür konnten wir nicht öffnen. Aber er hat mir einen Runenstein gegeben, damit ich die Tür öffnen kann hier rein. Obwohl ich schon hier drin gewesen bin. Ey, ich bin mir gerade nicht sicher, was das zu bedeuten hat. Fall before me! Pity, you won't enjoy this as much as I do. Bei einer Bezeichnung wie Geisterbahn wäre ich mir nicht sicher, was ich erwarten sollte. Aber das war es nicht. Wir sollten es Zdenya berichten. Ja, offensichtlich.
Hier geht's ja aber noch weiter anscheinend. Naja, das haben wir ja schon erkundet, aber da ist ja noch eine Tür, die noch nicht geöffnet wurde. Die muss ja auch irgendwie aufzumachen sein. In jedem Fall hat der Helm offensichtlich nicht funktioniert. Sorry, I can't. Was? Ich komme da nicht mehr rauf? Sorry, I can't. Ich komme da nicht mehr rauf? Au. Ah, okay, ich verstehe. Warum hätten sie die Siedlung nicht mit einem Amboss oder einem Turm beschützen können? Irgendwas, das man sich nicht unter den Arm klemmen und wegtragen kann. Ach, jemand hat das Ding geklaut. Was? Zu den Waffen, der Schicksalsbinder nähert sich. Er darf nicht am Leben bleiben. Come at me, great. Was? Bleed out, you little shit. Töte alle Soldaten der bronzenen Bruderschaft. Sie sind also zurück. Lass sie mal deine Hand. Und hier haben wir wieder das altbewährte Problem. Irgendwie schaffen es unsere Leute mal wieder nicht, sich ordentlich zu positionieren. Och, Landry. Ernst? Landry! Lass es. Ich hasse Kämpfe in engen Gebieten hier. So, die bronzene Bruderschaft hat sich offenbar dazu entschlossen, hier... Nein! Wer ist denn... Oh Gott. Ich glaube, Carmelita ist tot. Sag mal, haben die hier alles kaputtgeschlagen und... Come at me, Grave Meat. Ihr miesen Kleinen. I'll tear your skeleton out by your ass. Die haben echt offensichtlich die gesamte Siedlung niedergemetzelt. Was ziemlich heftig ist. Also selbst für Kairos Verhältnisse, ne? Wenn man Kairos gewohnt ist. Sorry, I can't. On it. The fuck is wrong with my weapon? Dann eben so rum. Soll mir auch recht sein. I'll do it for the north. This isn't working. I feel much improved. A damn thing couldn't pierce cloth. Ja, so viel dann zu. Wir können ihm die ganzen Fragen ja später noch stellen. Offensichtlich können wir das nicht. Schön. Danke, dass ich eines Besseren belehrt wurde. Wobei wir wissen ja nicht, ob er nicht vielleicht überlebt hat, der Bürgermeister hier. Schön wär's. Aber es sieht gerade für mich nicht so aus, als hätte hier überhaupt irgendjemand überlebt. Und was ist mit den Eisengebundenen? Haben die überlebt? Da hinten wird noch gekämpft. Heads up, we have company. Die haben aber auch Verluste hinnehmen müssen. Hier liegen auch ein paar von denen herum. Gut, vielleicht hätte ich damit rechnen müssen, als ich nicht nur Letians Kreuzung und die Besatzung der bronzenen Bruderschaft hier angegriffen habe, sondern auch vor der Stadt bereits mit dem Anführer mich gekabbelt habe. Pity, you won't enjoy this as much as I do. Die Frage, die ich mir stelle, wäre jetzt, wenn wir
zuerst das mit dem Helm gemacht hätten, hätten wir dann überhaupt noch mit Carmelita reden können. Dann wäre die Quest doch komplett unabschließbar gewesen. Was ist, es noch einer da? Ich hab doch noch gar nicht alle getötet. Stimmt nicht. This weapon is entirely worthless. Die Frage ist, sind die Eisengebundenen noch da oder hat's die auch erwischt? Ach, das war der Kommandant, okay. Hat's die Eisengebundenen auch erwischt, deswegen muss ich da jetzt schleunigst hin, weil wenn die Eisengebundenen hier tot sind... Puh, es könnte schwierig werden, das Graven Ash zu erklären. Your days end here. Da sind nur noch Soldaten von denen. So, aber Eldian hat sich nämlich beide zu den Eisengebundenen zurückgezogen. This weapon is entirely worthless. So, auch hier für Ordnung gesorgt. Der wird sich hierhin zurückgezogen haben, ja. Na, da oben ist er. Ne, das sind Siedler. Alles klar. Gut, was Eldian zu sagen hat oder nicht und wo er ist, das finden wir aber in der nächsten Folge raus, böser Cliffhanger. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.